Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Captain America Super Soldier. Ich bin Marv und wir werden jetzt hier ruckzuck das Funkgerät benutzen. Rogers an Basis, kommen. Hören Sie mich? Hier Peggy, wir hören Sie. Wie ist Ihr Status? Red Skull ist auf dem Weg, wenn er nicht schon hier ist. Wo würde er wohl ankommen? Die Aufklärung hat einen Hänger an der Ostseite des Komplexes geortet. Es heißt, Skull fliegt oft mit dem Zeppelin. Ich bin jetzt am Ostrand. Ich muss einen besseren Aussichtspunkt finden. Ihr Gleissystem geht von Ost nach West voll durch den Komplex. Von der östlichen Bahnbrücke dürften Sie gute Sicht auf den Hänger haben. Schlagen Sie sich zu den Gleisen durch. Das heißt Hangar. Wir wissen noch nicht alles über Skulls Fähigkeiten und Forsworth ist noch gefangen. Klar, ich weiß nur nicht wo. Und wenn ich Skull kriege, kann ich sie zwingen, Forsworth und all die anderen Gefangenen hier freizulassen. Ich muss es versuchen. Rogers, Ende. Over and out. Ich würde sagen, dann fahren wir mal wieder mit der Bahn. Hm? Oh, da unten liegt sogar noch ein Dossier rum. Das kann ich mir doch gleich nochmal einpacken. Komme ich da irgendwie leicht runter? Ja, so. Ja, das war nicht so gut. Aber ich glaube, ich kann hier, genau. Da kann ich einfach so rumlaufen. Einfach mal außen rum. Das Dossier nehme ich noch mit. Durchbricht die Abwehr des Gegners mit Y und mach ihn angreifbar. Vielleicht soll die auch immer auf Y drücken. Red Ball Express. Hm. Ein Aussichtspunkt finden. Oh oh. Was geht denn hier ab? Was? Dugan, komm! Ich habe eine Explosion gehört. Dugan! Antworten Sie! Entschuldigen Sie den Krach, Cap. Ich war mal wieder ein Tollpatsch. Hab wohl Ihre Pulskanone kaputt gemacht. Das klingt doch gar nicht schlecht. Wo brennt's denn? Oh ja, typisch Dugan. Das ganze Ding hat er kaputt gemacht. Vielleicht. Was ist? Aber vielleicht auch nicht. Was ist? Wie sie alle da hochgucken. Ihr habt ganz andere Probleme als Zola. Ich wollte schon sagen. Oh, in den Rücken geschossen. Gute Nacht. Nimm den. Oh, das war wohl ein Kopfschuss. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Na komm. Der geht zurück, einer geht noch. Astrein. So, die ganze Meute ausgeschaltet. Nur wie kommen wir jetzt rüber? Dem da alles zerstört wurde. Unten rum? Das ist schön, Dugan. Jetzt gehen Sie raus. Stoßen Sie zu den anderen. Ich bin bald da. Der Zeppelin. Red Skull ist auf dem Weg. Skull, hatten Sie eine gute Reise? Ja. Bis ich sah, dass das Schloss angegriffen wird. Nur eine winzige Störung. Sie haben den kosmischen Würfel mit? Natürlich. Ich werde damit den Schläfer aktivieren. Erst bekomme ich das Supersoldatenserum. Ja, sicher. Es ist drinnen, wo kein Unglück es treffen kann. Diese winzige Störung? Was wir heute tun, wird diese Idioten vernichten. Das Blatt des Krieges wenden. Krieg?
Der Krieg ist bedeutungslos. Wenn beide Seiten sich genug geschwächt haben, wird die ganze Welt ihre wahren Herren sehen. Und wir werden bereit sein. Es lebe Hydra. Folgen Sie mir. Ich musste gerade feststellen, dass der Professor ein bisschen aussieht wie mein alter Ausbilder. Ob das da irgendwie einen Zusammenhang gibt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ganz schön gruselig. Es gibt nur eine Möglichkeit, Skull rechtzeitig zu kriegen, wenn einer dieser Züge in die richtige Richtung fährt. Von Ost nach West. Ich brauche eine nach Norden. Wer ist denn Loki XX Crisp? Wenn du das hier siehst, ja? Wer bist du? Wow, was ist denn das schon wieder für ein Mistding? 8C84525255. Da, 5555. Na komm schon. So, Loki XX. Ich wusste gar nicht, dass ich jemanden, der so heißt, auf meiner Freundesliste hat. Und nein, ich weiß, ihr würdet jetzt wieder fragen, wie sieht's aus, aber ich nehme eigentlich niemanden an. Außer Leute, die ich direkt kenne. Ich habe nicht mal Xbox Live. Nicht einmal das. Nur das Standard Xbox. Ohne Live, ohne Multiplayer, ohne alles. Nur so. Für mich im Moment. Ohne alles andere. Ich glaube, diese Kanäle und so, die es jetzt überall gibt, diese Verbindungen, um da jetzt überall hinzukommen, sind so Möglichkeiten, um im späteren Spielverlauf nochmal diese ganzen Keramikeier und sowas alles zu sammeln. Ach du Schande, schon wieder so ein Ding. 8, 8, 5, B, 9, 9, 9, da. So. Ist alles eine Frage der Übung hier. Jetzt habe ich irgendwie nicht rechtzeitig mein... Oh, jetzt hat er seinen eigenen Kollegen abgeschossen. Jetzt habe ich nicht rechtzeitig drauf gedrückt, um zu gucken, wie lang die Folge jetzt geht. Also sollte die ein bisschen kürzer gehen als die anderen Folgen, die ihr so kennt, bitte ich dies zu entschuldigen. Wow, der hat gesessen. Und nochmal, zack. Wunderschön. Die Drehscheibe für die ganze Bahnlinie. Wenn ich einen Zug nach Norden fahren lassen kann, bringt er mich direkt zu Skull. Das wäre doch gut. Habe ich hier noch ein paar Dossiers liegen lassen. Ich würde ganz gern irgendwie nochmal meine Kräfte neu, also weiter ausbilden. Irgendwie. Ach so, ich habe gerade gesehen, 104 Erfahrungspunkte brauche ich noch, dann geht es weiter. Es wird ja mal Zeit, dass ich jetzt die unteren drei jetzt freischalten kann. Aber ich glaube, da muss ich einen muss ich noch ausbilden und dann müsste es gehen. Schauen wir mal. CCC 0EE. E3. So und so. Alles klar. So, welchen Zug werden wir wohl wählen? Schauen wir mal, ob wir irgendein Gleis dementsprechend ausrichten können. Na, jetzt da nicht runterspringen. Dass wir die Züge dann auch in die richtige Richtung fahren lassen können. Weil das eine Gleis, was wir vorhin gesehen haben, das war ja nun mal schon kaputt. Noch eine Drehung, dann hab ich's. Na, dann mach noch eine. Ja, das sieht doch gut aus. Durch die grüne Tür. Angeschlossen. Ist es Tor 1, 2 oder 3? Wir werden es sehen. Na, was machst du denn jetzt? Sollst du runterklettern? Ja, okay, alles klar. Weißt du, da kann er runterspringen. Aber über so einen Zaun oder so kommt er nicht rüber. Captain. Oh, mein Captain. Kommt jetzt überhaupt keiner mehr, der sich mir in den Weg stellt? Also, ich... Ach, da komme ich gar nicht lang, ne? Oder? Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier runterkletter. Kann ich da irgendwie hoch hier? Nee. Da möchte er sich nicht hochziehen. Captain möchte nicht. Dann muss das so gehen. Ich kann da jetzt nicht mehr rüber. Ich hätte das wahrscheinlich machen können am Anfang, also dass ich den nur einmal irgendwie fahren lasse. Um zu gucken, ob da noch irgendwelche Secrets sind oder so. Aber der Zug ist abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Mensch, welch Wortspiel hier. So, dann würde ich sagen,
nehmen wir den Zug nach nirgendwo. Es hat funktioniert. Ja, jetzt musst du nur noch mitfahren, Captain. Willst du das nicht, Captain? Die Türen davon sind verschlossen. Wenn das Ding aber schnell genug ist, macht das nichts. Okay. Kleine Überlastung. So. Und bei dir auch. Ganz vorsichtig. Ah ja. Es gibt jetzt den absoluten Donnerknall. Wie sieht's aus? Steigst du mit auf den Zug auf oder läufst du? Captain, nicht so ruhig. Die Leute wollen wissen, was du tust. Das ist vielleicht ganz gut, nicht vorne dran zu sitzen. Wenn der Zug sich da jetzt durch die Tür bohrt. Ah ja. Doch noch aufgesprungen. Oha. Oh oh. Da ist nicht viel Spielraum für Fehler, würde ich sagen. Wie so eine Kühlerfigur. Warum solltest du mit dem Gesicht als erstes durch die Wand wollen, Captain? Oh, Loki hat mir eine Nachricht geschrieben. Vielen Dank. Jetzt weiß ich vielleicht auch, wer du bist. Ach, er ist im letzten Moment abgestiegen. Oh Mann. Ja, du kannst es schon glauben, wenn da ein Zug auf dich zukommt. Bringt nicht zu sagen, das gibt's nicht. Puff, und weg ist er. Was stellt er sich denn vor? Sind doch hier nicht im Comic oder so. Dum, dum, dum. Wieder dieser 10G-Erfolg. Was war das? Alles in Ordnung? Ich bin okay. Hab eine Art Kraftwerk gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist der Amerikaner. Tötet ihn. Ich krieg Besuch. Melde mich später. Genau, wir melden uns später. Aber erstmal ziehen wir uns ein neues Kampf-Update rein. Und zwar dieses hier. Schild prallt an 4 Zielen ab. Ich treffe jetzt besser. Fast instinktiv. Der rechte Trigger doppelt tippen. Wo ist mein Schild? So. Oh, großartig. Das war jetzt richtig gut. Ich drücke wirklich zu selten die Y-Taste, merke ich gerade. Komm her. Da kann man den so ein bisschen festhalten. Macht noch so ein paar andere Moves. Großartig. Warum fällt mir sowas immer nur zum Schluss des Spiels ein? Magst du nochmal aufstehen? Oder auch nicht. So. Hier hinten noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nein. Da wird nichts zu finden sein, Captain. Mich würde ja interessieren, ob ich noch so ein Keramikhühnchen finde oder sowas. So ein zweites. Vielleicht eine Keramikhenne. So, Kollege. Die meiste Energie wird abgezweigt für was auch immer. Jedenfalls nichts Gutes. Ich versuche es abzuschalten. Das wäre okay, gut. Aber beeil dich. Wir empfangen hier viel Geplapper. Skull ist unterwegs. Wenn ich dort hochkomme, kann ich das ganze Ding stilllegen. Ja, das machen wir auch. Aber wie es weitergeht, sehen wir es in der nächsten Folge von Let's Play Captain America Super Soldier. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.